weise darauf hin, wir haben noch genau 6 Minuten. Ich fasse mich auch kurz. Sie haben jetzt ganz viel über das Mittel Glyphosat gesprochen und öfter erwähnt, es sei umweltgefährdend und giftig. Ich frage mich, wie Sie, wenn es sachkundig angewendet wird, in zugelassenen Mengen und von Personen mit eben dem eben erwähnten Sachkundenachweis, wie Sie dann zu der Erkenntnis kommen, dass es umweltgefährdend oder gar giftig sei und ob es nicht der bessere Weg wäre, unsachgemäße Anwendung erst einmal zu beseitigen. Herr Staatssekretär, bitte. Frau Kollegin, Sie haben völlig recht. Deswegen ist es ja auch mit der Stimme der alten Bundesregierung die Verlängerung von Glyphosat-Anwendung bis 2021 genehmigt worden, weil es keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, dass dieses Mittel bei sachgerechter Anwendung gesundheitsschädigend ist. So, das ist nun eindeutig. So, wir wissen aber als Bundesregierung, aber auch Sie im Parlament wissen, dass diese Genehmigung ist bis 2021 erteilt. Sie muss dann erneuert werden. Und bei der gesellschaftlichen Debatte und der gesellschaftlichen Akzeptanz wissen wir auch alle, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verlängerung immer weiter sinkt. Und insofern ist es wichtig für uns, vorausschauend zu sehen, dass wir bei einem möglichen Auslaufen der Glyphosat-Anwendungsgenehmigung durch die Europäische Union in der Lage sind, ausreichend Substitute zur Anwendung zu haben, dass wir nicht große Einbrüche bei der Ernte etc. haben. Sicherheitsfragen, wie gesagt, bei der Bahn haben wir ja auch gerade schon erläutert. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Mir ist dabei aufgefallen,